Ja, liebe Basketballfreunde, mein Name ist Tom Böttcher, ich bin 47 Jahre alt und mein Alba-Ort ist etwas größer, wie ihr schon seht. Das ist die O2 World, die Spielstätte oder wie ich gerne sage, der Basketballtempel in Berlin, seit mehreren Jahren die Heimstätte von unserem Lieblingsverein. Ich selbst darf seit über 14 Jahren Hallensprecher sein von Alba Berlin, mache das sehr, sehr gerne. In unterschiedlichsten Hallen dann schon, in der Schmelinghalle, jetzt in der O2 World. Fan allerdings bin ich seit Anfang an. Damit hat es angefangen. Später war ich Radioreporter und habe schon am Spielfeldrand gesessen, auf den Journalistenplätzen mit einer gelben Fanperücke, woraufhin mich die Pressemeute mal ein bisschen komisch angeguckt hat. Aber es war egal. Spielerinterviews auf dem Feld auch schon ganz lange gemacht und mit wachsender Begeisterung am Start. Ich zeige euch jetzt mal ein bisschen, was ich hier in der O2 World mache, an welchem Platz ich sitze. Und da kommt ihr am besten mal einfach mit. Okay. Jetzt sind wir auch schon an dem Platz, an dem ich dann immer sitze. Es ist ein traumhafter Platz, denn er ist sehr nah am Spielfeldrand dran. Eigentlich stört dann nur noch die Werbebande, die dazwischen ist, aber fast Höhe der Mittellinie. Man sieht eigentlich ganz gut, außer hier die Auslinie sehe ich nicht so richtig. Hier ist schon mal der Mischpult, das ist vom DJ. Jens oder Mike sitzen neben mir, spielen Musik ein, haben dann über diesen Kopfhörer auch direkten Draht in die Eventregie. Die Eventregie besteht aus mehreren Menschen, die sich in der zweiten oder dritten Etage dieses riesengroßen Gebäudes befinden, hinter einer Glasscheibe. Und das ist so weit weg und die Halle ist ja auch so laut, dass man da über dieses Headset kommunizieren muss. Und wenn es da was Wichtiges gibt, auch so als Anweisung an mich zum Beispiel, dann sagt es mir der DJ weiter, weil der hat direkten Kontakt zur Regie. Das hier, was wir hier haben, ist jetzt wirklich sehr wichtig für mich in so einer großen Arena, denn das Phänomen ist, wenn man hier in ein Mikrofon reinspricht, dann denkt man auf einmal, man wäre 4- oder 5-mal da, weil man kommt aus allen Richtungen wieder zurück. Man sagt ein Wort rein und man hört es von da und von dort und von da und von dort. Deswegen habe ich Stöpsel im Ohr. Damit höre ich mich nämlich dann direkt, was ich ins Mikrofon reinsage, selbst. Früher musste ich mir immer das Ohr runterklappen zum Beispiel, damit ich mich nicht doppelt und dreifach höre, was zum Beispiel bei so einem Spieler wie Kyle Weaver dazu geführt hat, den ich sehr gemocht habe. Er mochte mich, glaube ich, auch, dass er mich jedes Mal nicht per Handschlag begrüßt hat, sondern jedes Mal mit dieser Handbewegung. Also er hat auch das Ohr weggeklappt, weil er gewusst hat, dass wieder der Hallensprecher-Hörni, der immer das Ohr wegklappen muss. Ist jetzt nicht mehr nötig, weil ich die Stecker habe. Und das ist meine wichtigste Waffe, das Mikrofon. Und da haue ich dann ganz gerne mal einen raus. Am liebsten natürlich 3 Punkte für Alba. Hört sich dann so an. 3 Punkte! So lange, bis es halt nicht mehr geht, bis die Luft weg bleibt. Ich hoffe, mir bleibt noch lange nicht die Luft weg bei Alba Berlin. Und ich kann noch sehr, sehr lange Hallensprecher hier sein, weil das ist wirklich ein Traumjob. Besondere Momente sind natürlich dann die Feiermomente, möglichst noch die überraschenden Momente, wenn Ordner am Spielfeldrand sich aufbauen und Schnüre in die Hand nehmen und man weiß schon, die wollen jetzt die tobende Meute daran hindern, direkt aufs Spielfeld zu stürmen, weil meistens was richtig Schönes passiert ist. Das hatte ich in ganz jungen Jahren, als ich gerade anfing, Alba-Hallensprecher zu sein, in der Max-Schmeling-Halle. Das war dann meine erste Meisterschaft mit Alba und da steigt dir halt das Blut im ganzen Körper hoch in den Kopf und du bist unfassbar aufgeregt. 4,6 Sekunden, das kann man, das macht er, Mitat Demirel, ist das ein irres Finale? Was für ein Finish! Hoffentlich haben die den Kleinen da nicht erdrückt. Mitat Demirel und damals ein 4-Sekunden-Lauf. Ihr erinnert euch alle dran, das war im Pokalfinale 2003. Und Alba hat durch diesen Punkt in allerletzter Sekunde dann gegen Köln den Pokal gewonnen. Ich war damals nicht mal Alba-Hallensprecher, sondern von der Basketball-Bundesliga angestellt. War demnach sogar zur Unparteilichkeit verpflichtet, sprang dann aber in diesem Moment vor Enthusiasmus über den Tisch aufs Spielfeld, was mir dann erstmal in den nächsten Jahren keine Jobs mehr eingebracht hat bei der Basketball-Bundesliga, weil die gesagt haben, der Typ kann sich überhaupt nicht zusammenreißen. War aber auch egal. Also ich wollte dahin, wo es dann gerade richtig abging und Demirel sprang Petrovic in den Arm und sie feierten. Ich dachte irgendwie so, mir doch egal. Also über den Anschreibetisch aufs Spielfeld rauf. Ich liebe halt so eine Momente und manchmal vergisst man sich dann halt auch. Manchmal auch im möglicherweise negativen Sinn, dass mir auch ein Schiedsrichter schon mal angedroht hat, er würde mich dann der Halle verweisen, ist aber eine ganze Weile her. Ich glaube mittlerweile, ja, spielt sich halt auch alles so ein. Schiedsrichter begrüßt man halt mit Handshake und dann
klappt auch alles irgendwie.